sobald du irgendwie in der, ja, in deiner Kindheit oder Jugenderlebnisse was verankert hast in dir, irgendeinen Glaubenssatz, dann bleibt der auch bei dir, wenn du ihn nicht auflöst. Das heißt, es scheint egal zu sein, wie sich die Umgebung jetzt verändert, ob das jetzt der 30 Jahre später ist. Du kannst auch mit jemand 50-Jährigen reden, der vielleicht das Gefühl von Kleinern gehabt hat, er ist nur geliebt worden, wenn er performt und wenn er Leistung bringt, und er lebt sein Leben aber jetzt noch immer so. Was aber dazu führt, ist, dass das nicht zu einem erfüllten Leben führt, sondern du springst halt von einem zum nächsten. Was ist unser Lebenszweck auf dieser Erde? Wofür stehen wir? Wer sind wir wirklich? Our true authentic self. Ich glaube, der wichtige Punkt ist, zu erkennen, dass wir immer alles entscheiden können. Und wir sind die Kreierer unserer Welt.